Herzlich willkommen zur neuen Folge hier auf der Karte auf Thüringen. Wir werden mal gleich weitermachen. Die nächste Silage holen. Nun habe ich die Kehrmaschine gefunden. Bin voll. Dann läuft. So, lauf doch mal. Lass dich doch nicht aufhalten. So, Silage, Stroh ist schon recht gut voll. Silage geht noch schon rein. Wir müssen die Silage erstmal, nutzt auch nichts. Und dann hier Holz und Plus. Da kann die arbeiten, da kommen 2, 3, 5 Euro. Und dann hat er wieder blockiert. Bruder, kommen wir doch nicht rum, wenn du was machst. Ja, da muss ich kräftig aufräumen. Ich muss wirklich alle Mods rausnehmen und dann mal schauen, dass ich diese Maschinen, die ich brauche, mir aufschreibe normalerweise und dann drin lasse. Die Halme kann man lassen, weil ich Angst, die verkehrt machen zu lassen. Aber hier Dinge, Maschinen, die ich überhaupt nicht verwende, sind weg. Die nehmen nur unten Platz weg und treffen auf die Deutsch die Ressourcen auf. Ne? Also die anarbeitet brauchen könnten. Ja, nicht die hintere nicht. Das wird ganz, ganz übel. Wenn wir ankriegen wollen, dann müssen wir richtig prima. Muss ich nicht haben. So, den machen wir Platz für die nächsten Hänger. Oh, böse Diesel, böser Diesel. Fünf Ruß. Sehen wir wissen, was die Lage rauskriegen aus der Ecke hier. Das sind etliche Kubikdinger im Prinzip, die fehlen. Ne? Also, das ist ja schon Wahnsinn. So, das Ding fahren wir jetzt zur BGH, also zum der BGH, genau. Haben wir heute Nacht ein bisschen Geld bekommen, ne? War ja gestern nicht viel, ne? Also. Ups. Ja. Stroh mal gucken gleich. Sobald wir das abgekippt haben, gucken wir nach Stroh. Unser Strohfahrer, wo ist er? Da ist er. Dann geht's gleich hier vorne rechts weiter, da bin ich den Weg. Au. Nicht der Pegel war aus, du. Aber das ist ja verrückt. Alle gehen wir leise. Fahren wir jetzt nicht an. So.
Zeug dürfen wir super gehen. So zur BGH-Fahrt holen. So, da müsste mal hier so ein Bild kommen, wo die Scheine um rauskommen. Naja, wenn ich stehen lasse, dann läuft der Motor. Wenn er ausgehen soll. Wenn ich jetzt nicht ausgehen soll, dann geht er aus. Nur ein paar Sekunden. Und hier hätten wir gar keine Chance, weil da an der einen Wand ist der Prinzip schon die Weide und hier kommen wir nicht ran, da vorne. Die Ecke auch nicht, in der Mitte auch nicht. Also die Silos kann ich schon vergessen. Das funktioniert nicht. Wenn Customer das sehen sollten, also das eine Silo, die beiden Silos sind buggy, die äußeren und die äußeren. Die äußeren Wände, die Innenwände nicht, aber die äußeren. Wie und warum genau, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ist mir persönlich, ich habe davon keine Ahnung. Aber das Problem ist, glaube ich, allgemein bei Silos. So. Gab es auf dem Marsch auch die Festverbauten und die hat er weggenommen und dafür platzierbare gebaut und kann sich jeder die im 90 Grad Winkel der Karte entsprechend platzieren. 90 Grad nur, also im Prinzip nur drehen nach 90 Grad Prinzip. Das andere geht dann nicht. So, warum geht nicht weiter hier? Ja, die Ecke ist da steht. Der rutscht. Ja, so ein paar Millimeter ausmacht, ne? Wird das Motor anschalten, das finde ich also lustig. Weil da sehe ich keinen Motor. Ja, lässt sich nicht lenken, weil da vorne hochgeht. Also den großen Einzugsradius also in die Ecke weg haben. Mache ich am besten. Man lenkt sich ja nicht so. Das ganze Problem. Geht links weg, ne? Also, das ist gut. Das ist schon mal ein Erfolg. Muss man alle anmachen, ne? Das ist so Wahnsinn. Wie so viel. Muss man sehen, dass ich das mal ein bisschen nach vorne. Dann kann man nicht lenken. Und dann kommen wir nicht ganz hinter. Andere ein bisschen nach vorne fahren. Was soll ich tun? Also hier einsteigen, rüber starten, umsteigen,
Hier kann ich genau sehen, wo ich mit dem Kärcher arbeiten muss. Einfach. Da will ich hin. So ungefähr. Also die Ecke noch mitnimmt. Muss ich hier ein bisschen variieren, den anderen wieder nach vorne schieben. Darfst du nicht aufhalten. Da wo es grün ist, da geht nichts weg. Da ist er sofort gebremst. Wenn man von drüben das weggemacht bekommt, das grüne, also Maisprinzip, häckselt gut, dann lässt er sich auch leer machen. Hänger voll? Nö, kann nicht sein. Nächste Silo ist fertig. Aber gut, das ist ja mal für uns immer nebensächlich. Wir wollen mal eine mal leer machen. Ne? Ich muss hier das Ecke wegkriegen, damit man entsprechend hier was machen kann. Soweit wie möglich. Ich glaube, hier vorne muss man was tun. Ja, sieht so aus. Dass wir hier nochmal mit dem Kelch rein müssen. Mhm. Genau hier. So. Kann man nicht erkennen, was an aus ist. Das ist verkehrt, aber muss ich, das ist immer so interessant zu sehen, wie er rauskommt, also wie das festklebt. Das ist schon ein Ding für sich. Also da kann man es genau sehen, dass er jetzt das grüne Prinzip gereinigt hat. Ne? Zum Glück kommt er wieder raus. Das ist ja Wahnsinn. Hier schaut, ist immer noch drin. Jetzt versuchen wir reinzuschieben, Stück für Stück. Ist er drin? Kann er hier reinigen. Kann man genau sehen, wie das Mais noch zu sehen ist. Das ist dann äußerst blöd. Das Gras geht weg. Ja, das ist nicht schlecht. Das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal, dass es hier Gras weggeht. Sehr gut. Mit dem kann ich leben. Also da ist er noch zu sehen, grün. Und da ist das Grüne weg.
Aber nicht hoch. Nicht sportlich genug. Ich glaube, da kommt noch keiner hoch. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich mal von hier aus noch Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Ich glaube, noch nicht voll, ne? Das passt. Das passt. Und hier passt nicht. So, dann sage ich mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Danke fürs Reinschauen. Tschüss.